Das Stenozeichen CHT nach der Wiener Urkunde leiten wir wieder aus der Handschrift ab. Beim Löschen sehen wir, wie viel Schreibaufwand wir dabei sparen. Schon haben wir das Zeichen. Allerdings gibt es dieses Zeichen schon an anderer Stelle des Alphabets, nämlich als M. Um Verwechslung auszuschließen, machen wir aus dem einstufigen Zeichen ein zweistufiges Zeichen. Die Andeutung der Hilfslinien lassen wir mal zurück.